9 Bahnen, 21 Gruppen, 126 Teilnehmer. Das sind die Zahlen des dritten Vereineturniers der Eisschützen Altenmarkt. Mit viel Aufwand wird die Anlage mit 7 zusätzlichen Bahnen ausgestattet und befindet sich in hervorragendem Zustand. Das ist einerseits auf das ideale Wetter und andererseits den langjährigen Erfahrungen der Altenmarkter Eisschützen zu verdanken. Das Eisstockfieber grassiert ganz vehement im Ort, denn unter den Gruppen sind viele dabei, die normalerweise diesen Sport nicht ausüben. Aber um des Spaßes und des Ehrgeizes willen sind sie dabei. Gespielt wird im K.O.-System, bis der Sieger überbleibt und ein zufriedener Obmann. Und die Leute sind einfach alle so begeistert und motiviert und es will natürlich auch jeder weiterkommen. Aber das spielt es halt nicht bei den Wintereisschießen, sondern die ersten zwei kommen weiter. Und da das Turnier am Faschingssamstag stattfindet, sieht man auch einige Maskierte. Ja, die ersten zwei Spiele haben wir einen Schneider gekriegt. Das dritte Spiel haben wir noch gewonnen. Und jetzt haben wir zweimal die Mannschaften geschneidert. Also so mittelmäßig. Ganz gleich, ob Hobbysportler oder Profi, der Ehrgeiz und Siegeswille ist vorhanden. Und manchmal läuft es gut. Und manchmal weniger gut. Und zwischendurch immer ein Blick auf die Tabelle, wo man denn nun momentan liegt. Wir möchten sagen, uns geht es dabei einmal sehr gut. Momentan spielen wir gegen die Teufelsdirndln und momentan steht es 1-1. Jetzt die letzte Runde, die macht alles aus. Und dann, nach Einbruch der Dunkelheit, haben sich die Finalisten herauskristallisiert. Um den dritten Platz spielt die Zottenpass gegen Holzbau Blim und im Finale stehen sich die Teams Torgal und Titelverteidiger Kellerdörfel gegenüber. Die Kellerdörfler können einen Sieg dieser Kehre und damit wieder den Gesamtsieg für sich verbuchen. Wir haben einen lieben Lauf gehabt. Das haben wir gleich gut gestartet eigentlich und auch im Finalspiel haben wir das eigentlich so beendet wieder. Mit den Schneider angefangen und mit den Schneider aufgehört eigentlich. Im Gesamtspiel war ein Traum heute. Ein Traumtag war das. Ah, super, was die aufziehen. Die Altenmarkt, der Eisschützenverein, jedes Jahr. Letztes Jahr haben wir Fasching und 4 Bahnen und ein Vereineturnier wieder echt gewaltig. Hut ab für die Leistung. Gewinnen kann nur einer und so muss auch irgendwer am anderen Ende der Tabelle stehen. Heute verlieren wir leider. Aber die Brezen musst du auch mal schaffen mit 0 Punkten. Und auch so mancher Schlachtruf hallt über die Eisstockanlage.